Vizekanzler Robert Habeck besucht überraschend die Ukraine. Habeck hat Blumen niedergelegt in Kiew an einer Gedenkmauer für gefallene ukrainische Soldaten. Sehen wir jetzt auch hier die Bilder dazu. Dieser Besuch falle in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit jede Unterstützung brauche, so Habeck bei seiner Ankunft. Der Wirtschaftsminister wird auch von einer Delegation begleitet. Habeck will bei seinem Besuch auch die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im Juni in Berlin vorbereiten. Unsere Chefmoderatorin Tatjana Ohm hat den Besuch von Vizekanzler Habeck in der Ukraine begleitet und konnte auch mit ihm sprechen. Sehen Sie jetzt. Überraschungsbesuch hier heute in Kiew. Der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist in den frühen Morgenstunden angekommen und hatte dann bisher einen wirklich vollgepackten Tag mit vielen Begegnungen, wahrscheinlich auch vielen Eindrücken. Die wichtigste dürfte das Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj gewesen sein. Ich freue mich sehr, dass er sich jetzt die Zeit für uns, für unsere Zuschauer nimmt, um ein bisschen diesen Tag bisher auch Revue passieren zu lassen. Herr Habeck, danke, dass Sie hier sind. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo und viele Grüße nach Deutschland. Sie kommen im Prinzip mehr oder weniger frisch vom Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten. Was ist die wichtigste Message, die er Ihnen mitgegeben hat? Was werden Sie auch dem Kanzler, dem Kabinett über diese Begegnung sagen? Nun, die Botschaften, die Selenskyj mitteilen lässt, sind im Grunde die Botschaften, die er auch öffentlich sagt. Die Ukraine steht unter Druck, militärisch unter Druck. Das wird sich über den Sommer ändern. Dann wird die Artilleriemunition hochgefahren werden, beziehungsweise die Munition, die wir auf den Weltmärkten einkaufen können, auch hier landen. Aber im Moment muss schnell geholfen werden. Und das ist eine Bitte, ich hätte fast gesagt herzliche Bitte, aber es geht um mehr. Es geht tatsächlich darum, dass die Ukraine jetzt standhalten kann. Er hat sich sehr darüber gefreut und herzlich bedankt, dass Deutschland jetzt vorangeht und ein Patriot-System liefert und die anderen auffordert, auch noch mal zu schauen. Und andere können auch noch was machen, das weiß ich. Und deswegen ist das der richtige Move aus Deutschland heraus, nicht zu warten, bis alle sich verabredet haben. Also wir würden schon noch was machen, aber wir müssen alle auch was tun, sondern einfach mal vorangehen und zu sagen, Leute, wir machen das, macht auch. Das erwarte ich von meinem Land, das erwarte ich von uns. Und das haben wir jetzt getan und Selenskyj findet das sehr gut. Wie wichtig ist es denn aber, dass gerade eben Deutschland in dieser Form vorangeht? Wir haben diese gemeinsame Initiative, die vom Verteidigungsminister und von Annalena Baerbock, der Außenministerin, angeschoben wurde. Welches Signal können wir dadurch senden? Ja, wie schon gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Deswegen nochmal herzlichen Dank an Annalena Baerbock und Boris Pistorius, dass sie diesen Weg freigemacht haben. Das ist gesehen worden in der Ukraine. Das ist in einer schwierigen Zeit ein wirklicher Stimmungsaufheller gewesen. Die Ukraine sieht auch, dass Deutschland wirklich viel tut in allen Bereichen, in der militärischen Unterstützung, in der finanziellen Unterstützung, in der wirtschaftlichen Kooperation, also in meinem Kerngebiet. Überall sind wir aktiv und ganz häufig auch vorneweg dabei. Und trotzdem, wenn man hier mit den Menschen redet, wenn man mit Selenskyj redet, mit den Politikerinnen und Politikern, mit den Menschen aber auch auf der Straße, das Land steht unter Druck und wir dürfen uns schon immer wieder fragen, tun wir genug, geht nicht noch mehr? Und natürlich, wir können immer noch einen halben Meter weitergehen. Sie haben in Ihrer Delegation auch Vertreter großer Rüstungsfirmen dabei, die eben auch schon in Interviews vorher gesagt haben, auch heute bei einigen Begegnungen dabei waren, wir können noch mehr machen, Deal Industries zum Beispiel, wenn es um IRIS-T geht. Darüber hinaus, was können die noch leisten, auch in Abstimmung mit dem Ministerium? Nun, IRIS-T wird geliefert werden. Das sind ja die drei deutschen Systeme oder die drei kombinierten Systeme, die ja wirklich die Luftabwehr der Ukraine ausmachen. Patriot, IRIS-T und die Gepard-Panzer. Und das macht schon ein stimmiges Verteidigungskonzept aus. Und auch Deal, die IRIS-T produzieren werden, zügig bald ein nächstes System liefern und dann über das Jahr noch mehr. Wir haben im Grunde die gesamte Produktion von Deal auf die Ukraine hin ausgerichtet. Wir sehen, dass der militärische Bereich in Deutschland aus der Zeit, aus der wir kommen, im Grunde, ich will nicht sagen runtergefahren wurde, das sind ja starke und gute Unternehmen, aber immer Auftrag bekommen hat, dann wurde der abgearbeitet, gewartet, nächster Auftrag und so weiter. Es ist keine kontinuierliche Produktion. Und das ist das, was wir tun müssen, ehrlicherweise, was wir hätten vor 2 Jahren, als der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine begann, hätten tun müssen, zu sagen, ihr produziert jetzt nicht jedes Jahr so und so viele Stückzahl, sondern die dreifache oder vierfache Menge. Und wenn die Ukraine sie braucht, dann kriegt sie die. Und wenn sie die nicht braucht, die Bundeswehr kann die auch gut gebrauchen. Und dieses Signal, das ist das, was wir jetzt geben müssen. Ich weiß, ich rede über
über militärische Waffen, ich rede über Rüstungsindustrie. Es ist kein Wirtschaftsgut wie irgendein anderes. Und ehrlicherweise, jedes Mal stockt mir noch ein bisschen der Atem, aber es ist notwendig. Wir müssen diese Debatte nicht nur betrachten, sondern wir müssen sie führen. Wir müssen sie uns als Land, als Gesellschaft zumuten. Die Vorzeichen haben sich dramatisch geändert. In der Ukraine sehen wir es und wir dürfen die Augen nicht verschließen davor. Der Energiesektor ist wahrscheinlich etwas, wo Ihnen nicht so sehr der Atem stockt, wenn Sie darüber sprechen müssen. Die Auswirkungen der russischen Angriffe hier sind natürlich massiv auf den Energiesektor. Wir haben 2022/23 eben gesehen, da ging es um die Verteilungsmöglichkeiten, die zerbombt wurden. Jetzt geht es um die konkrete Gewinnung. Wie hilft Deutschland hier? Wo stehen wir da? Ja, das muss man sagen. Ich habe die Ukraine dafür bewundert, wie sie den letzten Winter gemeistert hat, auch als sie die Angriffe, auch schon vor einem Jahr, als ich da war, als die Angriffe massiv waren. Aber sie sind nichts im Vergleich zu dem, was Russland im Moment macht. Sie schießen alles kaputt und mit der schieren Masse haben sie auch Wirkungstreffer. So dass ich mich mit meinem Kollegen, dem Energieminister, getroffen habe. Der hat mir die Bilder gezeigt. Das war wirklich, also in einem negativen Sinne, sehr beeindruckend. Und auch da sind wir gefordert zu helfen, wo wir können. Wir liefern jetzt ungefähr 200 Generatoren noch einmal. Überall wird über einen Unterstützungsfonds, der aufgebaut wurde, das ist sehr gut eingespielt, jetzt nochmal geguckt. Gibt es noch Bestände, die wir nicht unmittelbar brauchen? Die haben natürlich alle eine Bedeutung und halten auch Sicherheit irgendwo in Deutschland oder in Europa vor. Aber wir stehen eben nicht so unter Angriff wie die Ukraine. Wir steigen aus Kohlekraftwerken aus. Hier sind einige kaputt gegangen. Ich habe mit dem Minister verabredet, dass bald ein Team nach Deutschland rüberkommt und sich die Teile anguckt, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Vielleicht kann man da ja was ausschlachten oder sofort rüberbringen. Und natürlich geht es auch darum, und dann klingt das zuerst so ein bisschen, jetzt fängt er wieder an mit erneuerbaren Energien, die erneuerbaren Energien zu integrieren. Und das ist hier gar nicht als Zusatz gemeint, sondern die haben herausgefunden, dass Windparks, ein paar haben die in der Ukraine, die kann man schwer treffen. Es ist fast nicht möglich, eine Windkraftanlage zu treffen. Und deswegen suchen sie jetzt auch für Investoren für erneuerbare Energien Solaranlagen. Gerade im Sommer, wenn es hier sehr heiß ist und die Airconditions laufen, sind auch zum Sommer hin noch zu bauen. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Wir müssen im Grunde alle Möglichkeiten jetzt nutzen und das Puzzle zusammenlegen. Herr Habeck, letzte Frage. Wir haben uns vor einem Jahr getroffen. Da waren Sie mit Ihrer Delegation, wir waren begleitend mit Ihnen unterwegs, im Norden bis Richtung Tschernihiw unterwegs, haben dann hier auch lange Spaziergänge durch Kiew gemacht. Ein Jahr später, was ist Ihr Eindruck? Der Kampf der Ukrainer geht weiter. Ist die Kraft noch da? Ja, sie ist da. Aber es kostet Kraft. Mein Fazit ist, man kann den Krieg verlieren, man kann ihn aber auch gewinnen. Hier ist auch etwas zu gewinnen an Selbstbewusstsein, an Stärke und natürlich auch letztlich an Freiheit und an Demokratie, für das die Ukraine kämpft. Das heißt, man merkt schon, dass es kräftezehrend ist. Man merkt es in den Gesprächen mit den Präsidenten. Die letzten zwei Jahre sind hier an niemandem spurlos vorbeigegangen. Man merkt es aber auch in kleinen Begegnungen. Ich war in einer Schule heute, wo wir eine Solaranlage eingeweiht haben. Die Schule wird dadurch gespeist und getragen und hat eine gewisse Unabhängigkeit von dem Energienetz, das jetzt ja auch beschädigt ist. Und dann fragst du ein kleines Mädchen, das war in Irpin, da wo die Front durchgegangen ist, der Frontstadt Irpin, wo vor zwei Jahren der Angriff auf Kiew gestoppt wurde, ob sie sich freut, wieder in der Schule zu sein. Und sie sagt, naja, als erstes fällt mir ein, als ich wieder in Irpin war, hier, das Letzte, was ich hier gesehen habe, war, dass die Familie hinter mir im Auto hinter mir erschossen wurde. Da war sie vielleicht 10. Also der Krieg ist hier allgegenwärtig, da macht was mit den Menschen. Aber mich und ich hoffe, alle anderen nimmt das in die Pflicht. Wir haben der Ukraine versprochen zu helfen. Wir werden helfen. Robert Habeck, ich bedanke mich für das Gespräch. Soweit also unser Interview hier aus Kiew mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und damit zurück nach Berlin. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.